Moin, mein Name ist Algo und wie ihr gerade sehen könnt, das Wetter ist schlecht, es regnet ordentlich, aber vielleicht hat man ja trotzdem Lust draußen zu schlafen und da kommt immer wieder die Frage auf, darf ich einfach so draußen im Wald schlafen? Einfache Antwort, ja, aber wenn es dann im Endeffekt so einfach wäre, dann würde es natürlich dieses Video nicht geben. Viel Spaß dabei! Wir gehen folgendermaßen vor. Im ersten Teil erzähle ich euch erstmal die theoretischen Sachen, wie das mit den Gesetzen ist. Und im zweiten Teil einfach meine Erfahrung mit der Praxis, die sich auch mit vielen Erfahrungen von anderen deckt, die ich zum Beispiel auf Bushcraft-Treffen getroffen habe, mit denen ich darüber gesprochen habe. Im theoretischen Teil gucken wir uns ein bisschen an, wie wir sozusagen von oben, von dem Erlaubnis an sich, trichterförmig nach unten kommen mit allen Einschränkungen, die es so gibt. Das heißt, im Bundeswaldgesetz ist es erstmal erlaubt, draußen zu verweilen, auch abseits der Wege, auch nachts. Das schließt natürlich Schlafen mit ein. Im Bundeswaldgesetz gibt es aber die erste Einschränkung schon nicht mit Zelt oder zeltähnlichen Konstruktionen. Darunter zählt natürlich alles, was geschlossen an sich ist und ein Gestell hat. Das heißt klassischerweise die Wanderzelte, aber auch Wurfzelte. Man kann aber eng aufgefasst auch Biwaksäcke mit einem Gestell im Kopfbereich durchaus darunter fassen. Nicht davon betroffen sind Biwaksäcke, die kein Gestell haben. Die kann man zum Beispiel, ich habe einen von Salewa mit einer Schnur, den man im Kopfbereich dann an einem Ast oder so aufhängen kann und dann hat man oben auch frei oder einfach so sich mit einer Matte in den Wald zu legen. Natürlich auch, das Tarp ist keine geschlossene Konstruktion und hat auch keine Gestänge normalerweise. Also lege ich mich doch einfach wie mein Hund hier hin, ganz entspannt draußen, schlafe eine Runde im Biwaksack, vielleicht noch mit dem Tarp drüber, wenn das Wetter schlecht ist. Aber dann kommen schon die nächsten Einschränkungen. Alle Arten von Schutzgebieten. Dort ist es natürlich verboten, außerhalb der Wege, des Nachts und eigentlich auch in fast allen anderen Schutzgebieten, sich tagsüber abseits der Wege dauerhaft aufzuhalten bzw. überhaupt die Wege zu verlassen. Nehmen wir dazu das klassische Naturschutzgebiet. Dort ist es komplett verboten, überhaupt vom vorgesehenen Weg abzuweichen, um die Natur nicht zu stören. Normalerweise sieht man das am besten natürlich am nachvollziehbarsten in Mooren und in Heiden, wo man direkt was kaputt treten kann. Aber natürlich auch, wenn es darum geht, Niederwild bestimmte Arten zu schützen, ist es gut, denen ihren Freiraum zu lassen, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussieht, als würde man da jetzt viel kaputt machen, wenn man kurz vom Weg abweicht. Das heißt, dort ist uns das Schlafen dadurch schon verboten, dass wir vom Weg abweichen. Das heißt, bis jetzt ist es erlaubt, in einem zum Beispiel Staatsforst oder in einem Privatforst, der nicht ausdrücklich abgeriegelt ist oder ähnliches, sich mit einem Biwaksack hinzulegen und dort zu schlafen oder länger zu verweilen, je nachdem, wie ihr das machen möchtet. Aber auch da gibt es Einschränkungen und das Problematische ist, dass da Bundesländer dann auch nochmal eigene Waldgesetze haben, die da unterschiedlich greifen. Aus dem Stegreif weiß ich von drei Bundesländern, die dort einschränkende Regelungen erschaffen haben. Das erste ist Schleswig-Holstein, das meiner Meinung nach nachvollziehbar, das verbietet, nachts die Wege zu verlassen, egal in welcher Art von Wald. Das liegt in Schleswig-Holstein einfach daran, dass es dort sehr wenig Wald gibt, der dann als besonders schützenswert gilt. Zwei weitere Bundesländer, das sind leider die Hessen, tut mir leid für euch, und die Bayern, da ist es durch das Jagdgesetz, soweit ich weiß, abends verboten, längere Zeit den Weg zu verlassen und dort zu verweilen, zumindest für Nichtjäger logischerweise. Nehmen wir zum Beispiel mal mein Bundesland, ein relativ großes und weitreiches Bundesland ist Niedersachsen. Haben wir auch den Harz, zumindest zum Teil. Und dort ist es im Generellen erlaubt, in Staatsförstern zum Beispiel oder in Privatwäldern, die nicht ausdrücklich abgeschirmt oder mit einem Schild versehen sind, sich also mit einem Biwaksack des Nachts hinzulegen und dort einfach zu nächtigen. Natürlich nur für kurze Zeit und ohne dabei großen Lagerbau zu betreiben. Denn nur weil es verboten ist, ein Zelt aufzustellen, heißt es nicht, dass es erlaubt ist, zum Beispiel ein Bushcraft-Camp oder ähnliches zu bauen. Und auch würde ich davon abraten, größere Bauarbeiten irgendwie mit Holz vorzunehmen im Wald. Und das sehen viele sehr kritisch. Wenn du dich speziell für dein Bundesland, das ich vielleicht jetzt noch nicht genannt habe, nochmal interessierst, dann würde ich dir sehr den YouTube-Kanal von Ein Mann im Wald empfehlen. Der hat tatsächlich vor kurzem eine Reihe gemacht, in der er sehr explizit darauf eingeht. Mit seinem Know-how verlinke ich dir unten. Einfach mal angucken. So, das heißt hier zum Beispiel in meinem Staatsforst, der nicht weit von mir entfernt ist, kann ich mich jetzt einfach tatsächlich regel- und gesetzeskonform hinlegen. Wie ist es denn aber, wenn ich gegen so eine Regel verstoße? Im Normalfall ist es eine Ordnungswidrigkeit und liegt irgendwo zwischen 5 und 500 Euro, je nach Schwere.
ein leichtes Vergehen ist es natürlich, sich, ohne jetzt viel dreckig zu machen, in einen Staatsforst zu begeben, mit einem Zelt eine Nacht da zu bleiben und wieder rauszugehen. Das wird sehr gering bestraft, ähnlich wie Falschpark. Schlimmer ist es dabei schon, zum Beispiel ein großes Zelt aufzuschlagen mit mehreren Personen, wo man vielleicht sogar noch laute Musik hört und dann noch ein Feuer macht in einem Naturschutzgebiet. Das kann richtig teuer werden, je nach Beschädigungsgrad dann auch schon mal über die 500 Euro hinausgehen. Da werden sich die Anwälte bestimmt was einfallen lassen. Soweit zu den theoretischen Regeln, die es so gibt in Deutschland. Die Gesetze werden auch immer mal wieder umgeschrieben und niemand weiß da auch immer hundertprozentig genau, was jetzt gerade wo auf welchem Waldstück gilt. Natürlich bist du als, ja, Waldgenießer, möchte ich es nennen, in der Pflicht, dir anzugucken, in was für einem Wald du dich befindest oder in was für einen Wald du demnächst reingehen wirst, um dich dann über die Gesetzeslage zu informieren. Das ist nicht immer ganz einfach, ich weiß, aber es wird von einem erwartet. Normalerweise findest du aber an Waldeingängen ja relativ oft Schilder, und wenn da keine Schilder sind, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass das entweder ein Wald im Landesbesitz oder ein Wald im Privatbesitz ist. Und wie gesagt, dann ist es dir erlaubt, mit dem Biwaksack eine Nacht entspannt draußen zu schlafen, zumindest wenn du dabei nicht die Waldruhe störst sozusagen. Der theoretische Teil, jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Das heißt, wie ist das denn wirklich ausgelegt, wenn man draußen unterwegs ist? Und ich muss sagen, da driftet halt mal wieder die Theorie sehr stark von der Praxis auseinander. Das beginnt schon damit, dass man gar nicht so oft, wie man gerne denkt oder wie man am Anfang auch Angst hat, ich hatte auch viel Angst am Anfang, einem Förster oder einem Jäger begegnet. Praktisch bin ich einmal bis jetzt in meinem Leben einem Förster begegnet, das war in Österreich bei einer kleinen Pfadfindertour. Damals war ich, glaube ich, 14 oder so, und der hat uns halt einfach verscheucht. Der hat gesagt, so kommt, haut ab hier, ne? War um 6 Uhr morgens mit seinem Hund draußen, hat gesagt, und jetzt weg. Und das ist auch das, was meistens passieren wird, wenn ihr tatsächlich auf einen Förster treffen solltet, denn er hat gar keine Lust, großartig die Polizei zu rufen, selbst wenn ihr gegen das Gesetz oder gegen eine Ordnungswidrigkeit begangen habt. Denn das ist für ihn ein extremer Aufwand und lohnt sich in den meisten Fällen auch nicht, weil das halt eben so gering bestraft wird. Anders sieht es da schon wieder bei Naturschutzgebieten aus. Ich muss für meinen Teil sagen, dass ich auch schon mal sehr knapp in einem Naturschutzgebiet geschlafen habe mit einem Biwaksack. Das war auf meinem Westweg. Da wäre einfach in 5 Kilometern vor mir und hinter mir war überall ein Naturschutzgebiet und ich musste halt jetzt schlafen. Da habe ich mich kurz neben den Wegesrand gelegt, also nicht weit rein, sodass ich möglichst wenig Tiere störe. In meinem Fall ging das einfach nicht anders. Beim Naturschutzgebiet kann es schon mal tatsächlich passieren, vor allen Dingen, wenn es sich um ein besonders schützenswertes Naturschutzgebiet handelt, dass dort die Polizei gerufen wird. Damit müsst ihr dann vielleicht sogar rechnen. Ich kenne auch den einen oder anderen Fall, wo das passiert ist, wo jemand erwischt, möchte ich vielleicht gar nicht sagen, worden ist und ja, dann zur Rede gestellt wurde. Aber in keinem Fall hatte es jemals eine größere Auswirkung, zumindest mit den Menschen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe. Denn normalerweise haben die Menschen sich vernünftig verhalten. Aber natürlich ist es trotzdem schon verboten, sich nur mit einem Biwaksack abseits der Wege in ein Naturschutzgebiet zum Schlafen zu legen. Ein weiterer Tipp aus der Praxis ist zum Beispiel, wenn man an einem Dorf vorbeikommt und vielleicht mal einen Schnack mit einem Dorfbewohner gerät, den einfach mal zu fragen, ob er hier irgendwo einen halbwegs guten Platz in der Nähe kennt. Ja, weil an Wanderrouten stört es normalerweise überhaupt keinen, wenn du zum Beispiel in einem Wald, der direkt neben einem Dorf liegt oder so, dich kurz hinhaust. Weil die Leute profitieren ja auch ein bisschen davon, dass du da durchwanderst. Erst einmal ist das für sie Kontakt. Ja, man tauscht sich ein bisschen aus, ne? Und lässt ja auch manchmal ein bisschen Geld da. Außerdem, man liebt ja die Natur, sonst würde man ja nicht so nah an der Natur wohnen. Wie gesagt, ich kann euch aber trotzdem nur davon abraten, in einem Naturschutzgebiet zu schlafen, oder wenn ihr in einem Naturschutzgebiet schlafen wollt, also sozusagen gegen ein Gesetz verstoßen wollt, mit Absicht, weil ihr vielleicht nicht anders könnt, so wie ich damals auf dem Westweg, dann informiert euch bitte genau vorher, warum ist das ein Naturschutzgebiet, wie könnt ihr dann, wenn ihr das trotzdem tut, am wenigsten kaputt machen, am wenigsten die Natur stören, und müsst dann halt damit rechnen, dass es passiert, dass normale Bürger, die einfach vorbeigehen auf dem Morgenspaziergang oder so, euch vielleicht sehen und euch dann anzeigen oder die Polizei rufen. Vielleicht seid ihr aber auch schon schnell genug wieder weg, denn das passiert meistens auch,
es ist einfach so, wenn ihr nur auf Wandertourseiten einen Tag unterwegs seid, dann seid ihr ja am nächsten Morgen relativ früh im Normalfall schon wieder auf dem Weg. Falls ihr übrigens das erste Mal beim Draußenschlafen mega Angst habt, macht euch da keine großen Gedanken drum. Das hat jeder am Anfang, das vergeht mit der Zeit. Man muss keine Angst haben, dass der Förster um 2 Uhr morgens mit dem Gewehr vor deinem Zelt steht. Der will auch mal schlafen irgendwann. Der macht das nicht. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, wenn es darum geht, draußen zu schlafen, ja, was ihr so ein bisschen beachten müsst, sowohl im Gesetzestext als auch in der Praxis. Wenn ihr das Video weitergeholfen habt, dann lasst mir doch einfach ein Like da, abonniere mich, denn im Outdoor-Adventskalender Tipps und Tricks kommen noch weitere Videos, also dranbleiben. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos zu Tipps und Tricks und ansonsten sage ich tschüss, bis zu den nächsten.